So. Gucken wir mal rein. Wir suchen für Silo Alpha, ne? Wir machen Alpha. Wir machen sie ein bisschen bekannt, bla bla bla. Bisschen einleiten. Jo. Den nächsten Codeabschnitt. Und der nächste Codeabschnitt ist nicht hier. Warum muss ich unbedingt das Silo Charlie abschießen? Hier steht doch beliebigen Silo. Achso, der. Hä? Vorher hat er doch einen beliebigen Silo. Silo Alpha ist aber hier. Was ist denn das? Gebirge, zentraler Ausguck. Okay, keine Ahnung. So, dann gucken wir jetzt mal, wo man uns den nächsten Code ausfindig gemacht hat. Und irgendwie. Nirgends. Leute? Hallo, Leute! Wo ist der nächste Kack-Code? Wolltet ihr mir den nicht ausfindig machen? Das ist hier. Eure Atomrakete auf so einen Standort ab. Ja, ist ja okay. Ich brauche aber erstmal die restlichen Codes, ihr Spasten. Ja. Komisch. Ich habe echt keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Also, ihr dürft gerne in die Kommentare reinragen jetzt gerade, dass ich ein Idiot bin und den Punkt nicht jetzt sehe, wenn ihr ihn seht. Aber nur, wenn ihr ihn seht. Kein Plan. Also irgendwie sind wir im Zielgebiet nach dem Codeabschnitt. Ah, würde ich gerne machen. Hätte ich schon hart Bock drauf eigentlich. So im Gesamten fände ich das super. Problem ist, dass ich den Code, das Zielgebiet nicht mehr finde. Oder muss ich erst aus dem Bunker wieder raus? Nee, ne, das war vorher auch nicht so. Ach Gott, ich bin ein Depp. Ja, ich hab's gefunden. Ja, rage ruhig ab. Bitte ohne Beleidigungen ragen, wenn's geht. Wenn's geht. Fände ich sehr nett. Denkt immerhin dran, es ist gerade so gegen 12 und ich bin noch am Vorproduzieren und ich darf noch rendern und schneiden und alles. Bedeutet, ich habe noch eine lange, lange Nacht vor mir. Und wahrscheinlich zwei durchschlafene Tage, sobald ihr das Video seht, hinter mir. Aber ja, wir kriegen das schon alles hin. Vielleicht werde ich auch einfach nervös, weil es gerade aufs Ende von Fallout 76 zugeht. Und ich einfach noch nicht will, dass es endet. Unterbewusst natürlich. So, Gleisgewehr. Du kannst jetzt glänzen, Knarre. So, Silo Alpha. Ich verstehe jetzt aber, warum das so einfach war für die alle, die an diese scheiß Codes zu kommen. Suche im Zielgebiet nach dem Codeabschnitt. Ich habe doch den Code. Ja, ich wackel gerade auch ein bisschen rum. Ich höre schon auf. So, dann gehen wir wieder zurück zum White Spring Bunker. Gott sei Dank kostet uns das ja nur gefühlt alle unsere Kronkorken. Wie viele Codeabschnitte brauchen wir denn jetzt eigentlich? 8 oder 8, ne? Man wird 8 brauchen, glaube ich. Ich gehe davon aus, dass man 8 braucht. Macht anders keinen Sinn, ne? Was hört man denn gerade bei dem Mikrofon für ein krasses Störgeräusch? Moment mal kurz. Es geht gleich weiter. Ich habe ultra das krasse Störgeräusch gerade auf dem Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Komisch, jetzt ist es weg. Naja, gut. Dann machen wir mal weiter. Finde ich komisch. Also gerade eben hatte ich mega die ganze Zeit so ein Störgeräusch auf dem Mikrofon. Jetzt ist es auf einmal weg. Wenn es irgendwas Lautes war, tut es mir natürlich leid. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass es nichts Lautes war. Ich garantiere aber für nichts. Ah, schön, die Tür ist endlich mal offen. So, dann gehen wir zum nächsten Code ab. Da muss ich doch auch einen kürzeren Weg hingeben, oder? Here go, Mann.
Ah, wir haben schon wieder einen Server-Delay. Juhu! Das ist wieder Startbeobachtung. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, brauchen wir tatsächlich 8 Codes. Lass mich mal kurz gucken. Silo Alpha haben wir schon 4. Ich dachte eigentlich immer, es wären 5, die man bräuchte. Aber scheinbar sind es nur. So, weiter geht's. Wir werden natürlich auf. Oh. Hallo? Wir haben gerade harte Server-Delays. Ich habe gefühlt 1000 Mal aufs E gerade gedrückt, bis der mal losgefahren ist. Es würde mich nicht wundern, wenn der Fallout-Server nochmal abstürzt. Aber ich sag nur so: Entschuldigung, meine Stimme kackt gerade voll ab. Weil ich jetzt halt echt schon bestimmt schon am 3 Stunden aufnehmen bin. Man darf ja nämlich die. Man darf ja die Aufnahmen, die abgekackt ist, nicht vergessen. So, Suche einleiten, Silo Alpha, Anfrage bearbeitet. Jo. So. Der ist sogar direkt hier in der Nähe. Top of the World Schnellreise. Also jetzt geht's doch schon peu à peu, ne? Wir sind schon auf dem zügigen Weg gerade. Vielleicht laufen wir demnächst mal wieder ein paar Strecken einfach um. Wie sagt man? Um ein bisschen Cash zu sparen. Weil wir sind ja nicht damit fertig, dass wir eine Atomrakete weggeschossen haben, sondern wir müssen ja auch noch das Gebiet innerhalb dieses Sprengradiuses erkunden. Jo, kommt halt alles noch zusammen, ne? So, gehen wir jetzt mal da drüben. Und Spaß, die. Ich würde gern. Habe ich denn noch Nebenquests übrig? Weil ich würde eigentlich gern alle Nebenquests fertig machen. Ach, das war das mit dem Bug, ne? Und hier finde ich den Weg nicht mehr. Ich mach das mal an nebenbei. Vielleicht können wir da ja das ein oder andere Ding auch schon abgreifen. So. Dann gucken wir uns das jetzt mal ganz gemütlich an. And here is the President of the United States. Der komische Fallout-Typ. Aber es gibt ja keinen anderen mehr. So. Ich meine ihn ganz immer mal wieder zwischen dem Geballer zu hören. Komm, wo bist du? Wo bist du? So. Jetzt kommt direkt Headshot und weg. Wenn er mal aufhören will mit seinem Scheißkopf zu machen. Naja, wegen mir kein Headshot, aber das hat ihm trotzdem ordentlich wehgetan. So, Silo Alpha R5. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zum White Spring Bunker. Ach ja. Mal gucken, wie es läuft. Ja, haben wir erledigt, genau. So, bisher scheinen wir eigentlich alles ganz gut im Griff zu haben. Ich hoffe, dass alles so nach Plan aufgeht, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Dann können wir hier noch gemütlich die Atomrakete zünden. Wie gesagt, die Sache ist halt die, ich habe halt auch bloß begrenzt Zeit vorzuproduzieren. Und Rendern und Schneiden kommt halt leider echt noch dazu.
So, aktivieren, genau. Also ich will hier auch gar nicht groß den Eindruck erwecken, das Let's Play unnötig in die Länge ziehen zu wollen. Ich geht mir, also ich würde mal behaupten, wir knallen ja jetzt schon auch zackig hier die Atomcodes durch. Ich versuche schon relativ zügig voranzukommen. Ich will natürlich auch so viel wie möglich zeigen. Yo, Aufzug, beweg dich. Da gehört halt aber eben ein bisschen mehr dazu, als bloß durch die Story zu klöppeln. Aber wir haben es ja bisher im Griff. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich würde gerne hier und da ein bisschen länger machen, aber das, ja, ist jetzt nicht zum auf Zwang in die Länge ziehen, sondern einfach, weil ich gedacht habe, man könnte ja vielleicht noch hier und da was zeigen. Was? Ja. Man braucht doch bloß 5. Okay. Halt, nee. Jetzt habe ich doch einen. Was für ein Kack. Ich suche wieder nach dem Zielgebiet. Da ist das Zielgebiet. Suche das Zielgebiet nach dem Codeabschnitt, genau. Jo, 28 Kronen bezahle ich. So. Wann geht's gleich weiter? Und zwar sollten wir ja jetzt schon bei eigentlich sollten wir schon da sein. Ich würde mir wünschen, dass wir schon da wären. Aber ja. Ich bin gerade am was machen nebenbei, sorry. Ah, ich höre es schon. Ah, mein Spaß hier, Hunger. Puh, ich bin echt durch so langsam. Also es ist halt auch echt anstrengend mit der Zeit. Ah, die Töne geht mir jetzt auch nicht auf den Sack, oder? Stirb doch. Hallo, stirb. Junge, stirb doch einfach, Mann. Was ist denn dein Scheißproblem? Kannst du ihn gleich anschließen? Da, Chris Schrot. Chris Soft Air Schrot. Oh, das will ich nicht. So, wo ist mein Spasti? Ja, sollen die beiden sich mal noch schnell kloppen? Dann lad ich das Gaussgewehr, wollte ich schon sagen, das Gleisgewehr nach. Alter, da sind halt schon wieder zwei so Packwölfe, weißt du? Oh, das eine ist kein Wolf. Damit kann ich umgehen mit diesen Scheißtönen. Ja, Silo Cold Alpha. Und wieder zurück zu Whitespring. Das wird die Schnellreisefolge heute. Aber damit müsst ihr bisher leben einfach. Ich kann es leider nicht ändern, es ist halt so. Ich gebe mein Bestes, so schnell wie möglich jetzt die Atomraketencodes zusammenzubekommen. Und dann natürlich einen ordentlichen Knall loszulassen. So ist der Plan. Ja, ich kann nur versprechen, mein Bestes zu geben. Für euch. Ich weiß auch, dass ich heute im Kommentieren nicht so gut performe. Es liegt aber einfach nur daran, dass ich halt. Für euch liegen da zwar Tage dazwischen, aber für mich ist es halt alles eine Aufnahme. Und ich muss es halt leider in einer Aufnahme machen. Weil keine Zeit sonst, ne? Ach ja. Heute meckere ich wieder viel, ne? Lol. So, wir haben jetzt 6 von den Codes, das heißt, wir brauchen noch 2. Na, komm. So. Einmal öffnen. Uiuiui. Na, komm mal rauf. Wie gesagt, für die Vorproduktion sind es ja auch kürzere Folgen. Das heißt, ich darf nörgeln, da müsst ihr mich ja nicht so lange ertragen. Und ja.
Ich würde vielleicht auch gern, wenn wir die Atomrakete abgefeuert haben, nochmal gern ein abschließendes Fazit zu Fallout rausgeben. Wie ich denn momentan dazu stehe. Ja, würde ich dann machen. Ich glaube, bei so einem großen Spiel und so einem großen, also für mich großen Projekt wie Fallout. Nein! Fick die Henne. Ich hab... Oh Mann. Weißt du, das eine Mal, wo es diesen scheiß Mauszeiger nimmt, ey. Ah, Kacke. Nein. 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 Naja gut, dann kriegen wir jetzt auch noch schönen Silo-Code. Bravo. Da haben wir alle Bock drauf. Da bin ich überzeugt von. Na gut. Ziehen wir es durch, oder? Es wird Zeit, dass wir das Ende erreichen. Huh. Also ich kann nur immer wieder sagen, es ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich toll. Es ist super toll gemacht. Es hat Schwächen, Mängel und Probleme. Da gibt es gar keine Diskussion. Es hat auch teilweise heftige Mängel und Probleme. Aber ja, wie gesagt, zum Fazit kommen wir vermutlich in der nächsten Folge. Ziemlich wahrscheinlich in der nächsten Folge. So, wo ist der Typ? Komm, stirb einfach. Komm, komm, stirb. Jetzt fahr einfach zur Hölle, Mann. Um Gottes Willen, stirb doch endlich! Ah, danke. Wir machen uns jetzt dann noch kurz ein bisschen vom Acker hier, weil wir diese blöde Arbeit abhängen, die da hinter uns her ist. Und dann düsen wir zurück zum Whitespring Bunker. Dürfte ja jetzt gehen, müssen weit genug weg sein, oder? Whitespring, komm, Bunker. Schnellreise. Yes. Und go. Ja, die Ladezeit dürfte auch mal ein bisschen schneller sein, ne? Also, so langsam, die Ladezeiten. Naja, gut. Schauen wir uns das alles jetzt mal noch an. Schnappen uns schnell die Bunkercodes. Sprengen einen Teil in die Luft. Und sind dann glücklich. Ich würde mal sagen, das kriegen wir gut hin, oder? So. Tür öffnen. So, komm. Tür öffnen. Und dann machen wir auf hier. Ah. Weißt du, tausendmal schaffe ich diesen Sprung und einmal, beim tausendsten ersten Mal verkacke ich ihn dann. Also der heftigste Kritikpunkt bisher ist dieser Knopf hier im Aufzug. Das ist so das, was mich gerade am meisten nervt. Also Kritik an Fallout gibt's, aber der Knopf da am Aufzug, das ist das Schlimmste von allem. Der Rest ist alles, ja, ist halt Fallout. Wie gesagt, die Kritik wird mich allzu schlimm ausfallen, ehrlich gesagt. Ich hätte es uns nicht so lange gespielt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist ein schönes Spiel. So, Silo Alpha, komm. Anfall gearbeitet. Jo. Ich wollte gerade sagen, ich muss nur noch hier. Rotabschnitt, jo. Westtunnel. Ich glaube, ich bin sogar einer von vielen, die jetzt gerade noch suchen nach den Codes. Ich
Ja, gut. Kritik kommt später. Kommt später alles. Weil... Ja, komm, ich hau das jetzt kurz raus. Das mit diesen Atomraketencodes. Dass ich die jetzt einfach so hier nachschauen kann, finde ich ein bisschen schwach. Also da hätte so... Ja, ich weiß nicht. Ich fand es schon geil, die zu suchen. Gut, ich wusste nicht, dass man 8 Stück braucht. Ich bin von 5 ausgegangen, natürlich. Bei 5 Stück wäre das machbar gewesen. Das wäre wirklich machbar gewesen. Und da finde ich, ja, das wäre schon in Ordnung gegangen. Dass man jetzt natürlich 8 sucht, dass man die, Ey. Spiel, mach keinen Scheiß jetzt. Spiel, ich wollte gerade sagen, Alter. Also, das hätte mich jetzt dann doch nochmal vom Hocker gerissen. Ja, ich finde, diese Codes hätte man schon durch Erkunden der Welt weitersuchen können. Ich glaube halt, dass es schwierig gewesen wäre, die Spieler so lange bei Stange zu halten. Mich würde auch mal ganz gern die Bilanz von deren Ingame-Shop interessieren, ob da viel Kohle rumgekommen ist oder nicht. Weil sie meinten ja, sie möchten ja sich und zukünftige Projekte ein bisschen auch über diesen Ingame-Shop finanzieren. Finde ich ja, wie gesagt, bei Vollpreistiteln, na, Vollpreistitel hat meiner Meinung nach keinen Anspruch im Ingame-Shop. Wo ist denn der jetzt? Ich sehe den nicht, ne? Hä? Ich will ihm eigentlich im Schleichen einmal abknallen, dann liegt er ja meistens. Wo ist denn der? Aber jetzt habe ich einen Bug, dass der Typ nicht spawnt. Oh. Okay. Hallo? Lesen? Ja, danke. Denke ich. Okay. Dann ab zurück zu Whitespring. La 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 la. Die Existenz des Breitseiters widerlegt diese Annahme jedoch. Blablabla. Niemand mit einer tragbaren Schiffskanone über den Weg laufen würde. Ja, gut. Der Breitseiter ist halt hart kacke, ne? Also. Von dem her. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob er nicht vielleicht sogar sinnvoll gewesen wäre gegen diesen komischen Fliegeroboter. Aber ja, ich glaube, ich habe auch irgendwo einen rumfahren, aber bis ich den gefunden habe. Naja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Ich hoffe, wir erreichen noch die Level 50, dass wir den Bunker oder der Silo dann mit dem Granatwerfer stürmen können, weil den würde ich echt noch gern ausprobieren. Muss mal kurz... Kann meinen aktuellen Levelstand kann ich nicht nachgucken, gell? Wie viel ich noch brauche bis zum nächsten Level ab? Nee. Müssen wir mal gleich was über den Haufen ballern. So, wieder mal schön die Codekarte durchziehen. Dass diese Tür nicht einfach offen bleibt, ne? Aber ja, dann könnte natürlich jeder andere auch noch rein, bla bla bla. Ja, ich find's ein bisschen schwierig. Schwierigkeit wird übrigens auch Teil der Kritik sein. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Weil ich glaube, wir brauchen nicht mehr lange. Gucken wir uns noch den letzten Code-Abschnitt. Klöppeln da mal die Buchstaben zusammen. Ich probiere es mal alleine, den Code rauszufinden. Es muss ja ein englisches Wort sein. Wahrscheinlich ist es eins, das ich nicht kenne. Was die Sache dann wieder deutlich schwieriger macht. Aber wir probieren es einfach mal. Da habt ihr dann quasi mehr oder weniger Standbild. Und ich werde den Code mir anschauen. Überwachungsmission erkannt. Bla bla bla. Jo, danke. So, trinken sollten wir auch mal nochmal schnell. So. Wo müssen wir hin? Komm, sag mir, wo wir hin müssen. Sag mir, wo wir hin müssen. Das ist wahrscheinlich... Oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Lewisburg hasse, weil es voll von Supermutanten ist. Und
Wir überziehen in dieser Folge auch schon wieder. Deswegen wäre ich dankbar, wenn mir bitte keiner vorwirft, dass ich das Let's Play in die Länge ziehe. Weil dadurch reduziert sich natürlich meine Folgenanzahl. Das wäre ganz nett. Weil durch den Spruch vorhin habe ich immer das Gefühl, dass mir jetzt jemand vorwirft, dass ich das Let's Play versuche in die Länge zu ziehen. Und wie gesagt, die vorproduzierten Folgen sind so um die 20 Minuten lang. Und deswegen, wie gesagt, wir beziehen in der Folge jetzt und machen dann das Silo in der nächsten. Dann sind wir da nämlich schon mal auf der sicheren Seite. Ach, guck mal, der liegt auch wieder wie geschenkt da. Zack. So, jetzt haben wir alle Atomraketen-Silos. So, dann machen wir uns jetzt mal kurz hier vom Acker. Ja, Quest abgeschlossen, genau. So, mein Ziel wäre ja sowieso dann Standort Alpha. Bedeutet, wir fliegen da jetzt mal hin. Wisst ihr was, wir machen das so. Wir düsen da jetzt hin. Ich beende die Aufnahme. Versuche mich mal an dem Rätsel. Wenn ich es nicht schaffe, nehme ich das Tool. Und dann würden wir den Bunker einnehmen, okay? Das, finde ich, ist ein ganz guter Plan. Deswegen würde ich dann sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal für diese Folge. Und in der nächsten Folge bringen wir die Sache dann hier und jetzt zu Ende.